Hey Leutchens und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chris, Assassin's Creed spielen wir und wir begeben uns mal zur Königsmacher-Mission. Okay. Was geht hier vor? Bist du Finn? Nein. Es sei denn, Halfdan, schick dich. Nehmen wir an, Halfdan hätte mich geschickt. Und nehmen wir an, dass du Finn bist, sein Statthalter in East Anglia. Ja. Wie gedenkst du, einen König für dieses Reich zu finden, wenn du immer so eifrig bist? Ich habe ihn bereits gefunden. Und sobald der Mann vermählt ist, wird sein Arsch auf diesen Thron gepflanzt. Welcher Mann? Weißt du, Fremde, du hast mich aus einem wunderschönen Traum gerissen. Ich segelte durch Helheim auf einem Feuerschiff. Ein Traum vom Tod kündigt meist an, was bevorsteht. Oh, welche Last das von meinen Schultern nehme. Was kümmert dich so ein Hinterwäldlerkönig überhaupt? Dänen aus dieser Gegend griffen meinen Clan an. Ich will wissen, wie und warum. Und dafür sorgen, dass es nie wieder passiert. Ah, das war bestimmt Rüds Clan. Die brachten auch den letzten König um, den ich auftreiben konnte. Edelstern. Und unserem nächsten Herrscher droht sicher dasselbe Schicksal. Ein Däne, der die Dänen nicht unter Kontrolle hat? Ein schöner Statthalter bist du. Wenn ich wüsste, wie, hätte ich unsere Lande schon längst von ihnen befreit. Rüds Clan setzt uns allen zu, egal ob Dänen oder Sachsen. Du bist der erbärmlichste Soldat, den ich in diesem Land getroffen habe. Tritt deinem König in den Arsch und wehr dich! Einen Tritt hätte er mehr als verdient. Er hat nichts von dem, was er für einen Sieg bräuchte. Kein Mut, kein Heer und keine Ausstrahlung. Wenn er noch einen Frühling erleben möchte, braucht er die Unterstützung der Familie seiner Braut, die er nicht hat. Sie hassen die Marde. Und wer ist diese Königsmade? Ach, Oswald von Elmenham. Vor der Invasion war er König Edmunds Berater. Und ob es uns gefällt oder nicht, er ist der letzte sächsische Edeling mit etwas Einfluss. Warum krönst du nicht einen Dänen stattdessen? Jarl Halfdan hat eines klar gemacht. Er will einen sächsischen König, der mit einer Dänin vermählt ist. Als Zeichen der Einheit. Leider ist Oswald niemand, den man guten Gewissens in eine Schlacht schicken kann. Er ist weich und die dänischen Siedler trauen ihm nicht. Wo ist er jetzt? Ich könnte ihn mir mal anschauen und sehen, was ich tun kann. Du hast ihn knapp verpasst. Er ist gerade auf dem Weg nach Elmenham, um wieder mal um Frieden zu betteln. Wenn du durch das Nordtor gehst und der Straße folgst, holst du ihn vielleicht noch ein. Okay, mach mal. Was ist das für eine Brücke? Die ist irgendwie total für den Arsch. Das könnte sein, oder? Wie die Wölfe, sie mordeten und brandschatzten auf dem Weg. Ich habe mir hier ein Heim aufgebaut. Rüds Clan hat auch uns angegriffen. Oh, wie schön, ein Heim sein eigen nennen zu können. Meines wurde vor Jahren niedergebrannt. Von wem nur, frage ich dich? Bitte, ihr alle. Ob Däne oder Sachse, wir alle wollen denselben Frieden. Einen Acker zum Bestellen und ein trautes Heim ohne Angst vor Rüds Angriffen. Bis sie den Frieden brechen und wieder über uns herfallen. Unfug. Das ist jetzt ihre Heimat. Genau wie unsere. Unsere Zukunft ist eine gemeinsame, versteht das? Und was ist mit den Dänen, die uns angreifen? Was willst du gegen die unternehmen? Wenn ich König bin, wenn ich euer König bin, werde ich das in Ordnung bringen. Bevor du König wirst, bin ich ein fliegender Troll.
Das hast du gut gehandhabt. Zwistigkeiten zwischen Sachsen und Dänen enden meist nicht so harmonisch. Das nennst du harmonisch? Ein Streit wurde ohne Blutvergießen beendet. Harmonischer wird's nicht. Das sind ja Aussichten. Ich bin Eivor vom Rabenclan. Bist du Oswald? Du willst ihn aber nicht töten, oder? Es ist nicht meine Art, Könige zu töten. Aber ich lerne sie gerne kennen. Ich bin Oswald, ja. Solange ich mich halten kann. Also, was ist hier geschehen, Oswald? Ein Clan, geführt von dem Dänen Rüd, griff heute Morgen an. Sie überfallen schon seit längerem Gehöfte und Dörfer in East Engla und sie werden mit jedem Tag dreister. Wissen Sie, dass hier Halfdans Land ist? Bestimmt, aber es ist ihnen egal. Auch mein Zuhause wurde von ihnen ins Unheil gestürzt. Ich will dafür sorgen, dass sich das nicht wiederholt. Ich habe kürzlich erfahren, dass du der Haken bist, an dem alle Hoffnung hängt. Als König könntest du alle Sachsen und friedlichen Dänen vereinen. Die Bürde ist kaum der Rede wert, nicht wahr? Wer sollte sie tragen, wenn nicht ein König? Komm mit mir, Eivor. Wir können meine unsichere Zukunft unterwegs besprechen. Sag mir, was willst du in Elmenham? Meine Hochzeit vorbereiten. Ganz Elmenham steht bereit. Ich werde die Dänin Valdis heiraten. Sie ist eine Base Halfdans. Gut. Eine passende Ehe kann ein starkes Bündnis schmieden. Worauf wartet ihr noch? Worauf? Mir fehlt die Erlaubnis Valdis zur Ehelichen. Ihre Brüder heißen mich nicht gut. Ich dachte, die erzählen mehr. Langsam. Irgendwas ist hier im Busch. Halt! Dort vorne ist Rauch. Das ist Betelea. Womöglich dieselben Männer, die die Mauern von Norwig angriffen. Bleib hier. Ich sehe nach. Abschau! Achtet auf Konter! Oh, hat er uns denn geschafft? Da ist noch einer. Hey! Sollte das letzte dieser feigen Schweine gewesen sein. Oswald wird sich freuen, das zu hören. Na. Schlüssel haben wir nicht gefunden, schade. Wir gehen mal drum herum, vielleicht finden wir trotzdem den Weg nach drin. Nö. Leider nicht. Die gerne mit. Rüds Clan, sie haben alle getötet. Mögen sie Frieden finden. Und ich muss nach Hause. Für einen weiteren fruchtlosen Versuch, die Sippschaft meiner Verlobten zu beeindrucken. Zeige mehr Biss als jetzt gerade und sie beginnen vielleicht dich zu mögen. Ja, verzeih. Ich bin nur entsetzt. Vielleicht besänftigt es sie, wenn du mit uns zu Abend isst. Denk darüber nach. Du bist mir immer willkommen. Das werde ich gern tun. Sag mir wo und wann. Wundervoll. Besuche uns in Elmenham, wenn du Zeit hast. Hier ist es noch schlimmer, als ich dachte. Machen wir die gleich weiter.
hier noch irgendwas rum, was wir gebrauchen können? Komme ich da erst rein, wenn das hier ein bisschen brennt? Halt. Wir haben hier irgendwo eine Fackel. Ist die an? Eigentlich würde ich die gerne anbrennen oder. Zeig mir, was vor uns liegt. Na gut, dann laufen wir mal so weiter. Ich hoffe, dass es das noch ergibt und wir die dann später mal da reinkommen. Das ist schon voll. Warum ich mal laufe, ich weiß es nicht. Wir könnten ja auch gerne ein bisschen reiten oder Schiff, wobei das ist, glaube ich, noch nicht so entdeckt. Echt, wir könnten auch da anlegen. Sieht ja doch recht groß aus, die Stadt. Ein florierendes Städtchen. Dieser Oswald hat sich gut eingerichtet. So, da wollen wir hin. Oh, eine Dänin. Denen kann man nicht trauen. Sei barmherzig, wie Christus es befiehlt. Oswald, wo ist dieses Festmahl, das du mir versprochen hast? Eivor, du bist gekommen. Das Mahl wird bald aufgetischt. Jedoch fürchte ich, du bist zu früh. Meine Versprochene und ihre Familie sind noch nicht bereit. Diese Versprochene, Oswald, wer ist sie? Liebst du sie? Oder geht es um Politik? Sie heißt Valdis. Und heutzutage heiraten die Menschen nicht aus Liebe, Eivor. Es handelt sich um eine Übereinkunft zugunsten Estenglas. Sie stammt aus einer dänischen Familie, deren militärische Macht nicht zu unterschätzen ist. Doch ihre Brüder verfolgen eigene Motive. Wieso siehst du dich nicht ein wenig um und kommst später wieder? Das Essen wird dich nicht enttäuschen. So ein Briefchen. Wir könnten es ja mal versuchen. Nein. Schade. Habe ich ein bisschen verloren, aber ich glaube, da ist er lang. Und bitte hoch. Sein. Ist er wieder weg?
markiere den mal in der Hoffnung, dass ich ihn besser sehe. Und ich hoffe, dass wir da nicht rennen. Da bitte einfach mal drüber. Träumt sich gerade ein bisschen. Also auf ein neues. Wir wollen das Ding hier sammeln. Und mach bitte hin. Nein. Stückchen weit weg, finde ich. Das auch. Das auch. Das Gefühl, das ist gleich weit weg. Wir haben hier irgendwas markiert. Das da. 33. Da ins Haus, war das so? Oh. Dann warten wir mal so, da geht es ein Tick schneller. Sehr schön. Lords, Ladies, heute ist ein Tag des Friedens und der Brüderlichkeit. Ich rief euch nach Elmenham, um meine Dankbarkeit und meine Großzügigkeit zu zeigen. Finn, der Statthalter. Auf die Ehrengäste, Brodir und Broder. Und auf meine zukünftige Braut, Valdis. Du darfst unsere Schwester pflügen, weil Halfdan es so befiehlt. Aber uns beide nimmst du nicht mit ins Bett. Bruder, das ist... Der letzte Sachsenkönig, den wir unterstützten, war nicht halb so weich wie du. Und wir haben 150 Mann verloren. Nur um seinen Arsch zu retten. Oh, dir. Wenn ihr so sein wollt, muss ich euch bitten zu gehen. In meinem Haus lasse ich mich nicht beleidigen. Bist du deswegen hier? Um diesen Tarn zu unterstützen, der nach Ziegenscheiße und Schafskötteln stinkt? Verzeih, hast du etwas gesagt? Langweilig dich, Wolfsmal. Ich bin zum Schutz meines Clans hier. Wenn ich dafür dem König helfen, seinen Thron sichern muss, dann ist es so. Es wäre sicherer, den Thron zu krönen. Der ist sehr viel weniger hölzern als der da. Wir wären sicherer, wenn ihr die Eier hättet, euch gegen Rüds Clan zu wehren. Aber ihr zwei Hübschen habt gemeinsam nicht mal ein Ei. Hüte deine Zunge, Wolfsmal, sonst schneide ich sie dir aus dem Gesicht. Oh. So leicht verwundet von Worten. Stell dir vor, welchen Schaden meine Axt anrichten würde. An deinem schlaffen Selbstbild. Mein schlaffes was? Bitte hört auf! Richtig gehört. Das reicht! Sie nannte uns schlaff! Weich, schwach, zart. Das ist lächerlich. Absurd. Den so kacke Boxen fällt mir gerade auf. So werde ich sicher nicht zur Königin. Hab ich auch so einen Move oder so einen krassen? Yeah!
nicht so einen starken Schlag drauf. Hallo, da. Ja, so, ist der eine Zweck? So, einer haben wir besiegt, das ist gut. Ich hoffe, den zweiten schaffen wir auch. Ne? Ganz einfach. Allesamt, das war genug Spaß für heute. Wenn das alles ist, was ihr vermögt, wundert mich erst Englers Zustand nicht. Du bist schwach, Schafhirte. Daran ändert auch deine nordische Freundin nichts. Ohne König geht's uns besser. Nun gut, das war's also. Ich gebe mich lieber meinen Träumen hin als einer Gasthausschlägerei. Was für eine Verschwendung von Zeit und Met. Diese Brüder unterstützen mich und meinen Anspruch nie. Der Tanz beginnt gerade erst, Oswald. Ruh dich aus. Du wirst deine Kräfte brauchen. Und wir sehen uns morgen früh? Ich schätze, wir haben viel zu besprechen. Ich finde schon einen Schlafplatz. Und Eivor, wenn du mir in dieser verfahrenen Lage helfen kannst, hast du einen starken Verbündeten in East Anglia. Das verspreche ich. Anscheinend ist Oswald schon wach. Ich sollte mit ihm sprechen. Okay, wir versuchen nochmal nach oben zu kommen. Sehr gut, haben wir auch da die kleine Kiste gefunden und können dann das nächste Mal ja, die nächste Mission weitermachen. Und gespannt sein, wie es weitergeht. Und ob wir das Ganze schaffen. Vielleicht finden wir auch beim nächsten Mal noch ein bisschen Proviant, denn da haben wir einiges verbraucht. Das aufgewühlt zu haben, ist immer sehr gut. Man weiß ja nicht, was so passiert. In diesem Sinne. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr es gerne zeigen, indem ihr es kommentiert, abonniert, ein paar Däumchen da lasst und das nächste Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne, warum habe ich das da hinten markiert? Ich weiß es nicht. Kann ich die irgendwie abmachen? So, sehr gut. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal, Chris. Bye.